China stand jüngst mal wieder im Fokus der Medien. Grund war der G20-Gipfel in Hangzhou. Und für uns ist es Anlass, mal den Investitionsstandort Asien im Allgemeinen und China im Besonderen unter die Lupe zu nehmen. Gemeinsam mit Dirk Fischer, er ist Geschäftsführer bei der Patriarch Multimanager GmbH und dort unter anderem verantwortlich für den Vertrieb des Gamax Asia Pacific. Herzlichen Dank für den Besuch hier in Frankfurt an der Börse. Ja, was spricht denn erstmal ganz grundsätzlich gefragt aktuell für ein Engagement in China aus Ihrer Sicht? Also neben den angesprochenen Klimaproblemen, Herr Franek, ist China natürlich traditionell ein Land im Wandel. Die Regierung hält weiterhin fest an ihrem Plan fest, aus einem exportgetriebenen Wirtschaftsland ein Land zu machen, was über die Binnennachfrage aus dem mittleren Bevölkerungswachstum wächst zu machen. Das ist langfristig sicherlich der richtige Weg. Kurzfristig ist es für die Börse mal ein bisschen schwierig. Man hat gesehen zuletzt, dass der Aktienmarkt dort ein bisschen abgestraft wurde. Für einen antizyklischen Investor, wie es unser Management in dem Gamax Asia Pacific ist, die Dr. Jens Erd Kapital AG, aber sind das natürlich enorme Chancen, um richtig gute Titel einzukaufen. Ich habe mir den Fonds natürlich etwas genauer angeschaut im Vorfeld. Rund 50% kommt aus China, ist China stark gewichtigt. Aber, und da kommt jetzt das Auffällige, der Bärenanteil davon kommt aus Hongkong. Also Sie gehen über den Aktienmarkt in Hongkong. Warum? Ja, Hongkong hat eigentlich einen technischen Hintergrund, wenn man so will. Wenn man in China mitspielen will, muss man an die sogenannten A-Shares drankommen, also die international handelbaren Klassen. Und die kann man in China selbst nicht kaufen. Dafür muss man den Umweg über Hongkong gehen. Deshalb ist das, wie gesagt, eher ein technisches Phänomen. Die hohe Aktienquote selbst ist natürlich immer in Bewegung. Zurzeit ist sie wirklich überproportional hoch, was eben daran liegt, dass seit April 2015 der Markt über anderthalb Jahre fast ein Drittel verloren hat. Und ich sagte vorhin schon mal, wir investieren sehr antizyklisch. Ich will vielleicht mal ein Beispiel machen, wenn wir an den Juni denken, wo wir hier den Brexit noch erlebt haben, ganz schwieriger Monat. Da war der Aktienmarkt in China plus minus null. Und wir haben aber Werte dabei gehabt, wie zum Beispiel ein Kingboard, das ist ein Laminathersteller, der hat 14% plus gemacht, oder ein Heng Shui ist ein Uhren, der Hersteller hat 27% plus gemacht, nur in einem Monat. Und da sieht man mal, was da für Chancen liegen. Sie hatten eben den japanischen Aktienmarkt schon am Rande fast erwähnt, deshalb würde ich das doch gleich mal zum Anlass nehmen, auch dazu fragen, wie sind die japanischen Aktien im Fonds bewertet? Also Japan ist für uns immer der Stabilitäts- und so ein bisschen der Kontraindikator zu China. Viele Aktienfonds haben das relativ niedrig gewichtet oder auch gar nicht berücksichtigt, weil man Japan natürlich immer noch mit einer 25-jährigen Deflation verbindet, mit Bankenkrise und schwachem Wirtschaftswachstum. Unser Management sieht Japan mittlerweile komplett anders. Es ist eine sehr stark währungsgetriebene Wirtschaft dort. Sehr, sehr gute Aktienrückkaufsprogramme und Dividenden. Programme. Viele der japanischen Werte sind mittlerweile Weltmarktführer geworden und man sieht das zum Beispiel auch, wenn man sich so die letzten anderthalb Jahre anguckt. Wie gesagt, China hat sehr, sehr stark verloren. Japan ist komplett seitwärts gelaufen, zwar volatil, aber seitwärts. Das haben selbst die europäischen Börsen nicht geschafft und da gilt es einfach immer einen gewissen Japan-Anteil zu haben. Wir sind zwar von 40% auf 25% runter, aber es wird bei uns immer ein starkes Gewicht haben. Ich würde mal ganz grundsätzlich fragen wollen, wie Sie Asien als Investitionsschwerpunkt auch sehen, auch in den Depots der Anleger beispielsweise. Ist das aus Ihrer Sicht nunmehr nur ein kurzfristiges taktisches Engagement oder kann man das durchaus auch als langfristige Kapitalanlage betrachten? Ich würde sagen, es ist ein bisschen etwas von beiden. Ich möchte das auch mal vielleicht mit Fondsergebnissen begründen. Wenn man jetzt mal vom Monatsende August diesen Jahres zurückblickt und man hätte vor 2 Jahren zum Beispiel investiert, dann hätte ein Anleger 9,73% per anno nachlaufen. Laufenden Kosten gehabt, glaube ich, eine sehr schöne Rendite und sein Fonds wäre ganz vorne in seiner Peer Group positioniert gewesen. Hätte er vor 10 Jahren investiert, vom gleichen Stichtag aus zurück betrachtet, hätte er immerhin auch 6,61 per anno an Rendite gemacht nach laufenden Spesen und auch da wäre sein Fonds ganz vorne gewesen. Also ich glaube, es kommt mehr darauf an, dass das Management wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Trends in Asien erkennt und den Fonds gut positioniert, dann ist der Anlagezeitraum vielleicht gar nicht so entscheidend. Sie sind seit Anfang 2015 für den Vertrieb aller Gamax-Fonds, also auch für den Asia Pacific, verantwortlich. Wie sieht denn Ihre Bilanz rund anderthalb Jahre später aus?
Also es ist uns gelungen, über diesen Fonds wirklich viele Berater und Endkunden wieder für diesen Markt zu begeistern, weil einfach bei dem Gamax Asia Pacific sehr viel zusammenpasst. Der Fonds hat eine 25-jährige Historie, er hat ein Top-Management, wir haben einen sehr, sehr spannenden Japan-Anteil, den viele andere Fonds nicht haben, und von neutraler Seite wird er auch sehr, sehr gut betrachtet. Zum Beispiel Lipper hat jetzt im Dreijahresbereich den Fonds auf Platz 11 aller Asienfonds gelistet. Das tut uns sehr, sehr gut. Ja, das gefällt den Anlegern natürlich, und darauf kann man qualitativ sehr, sehr gut aufbauen. Mhm. Schlussfrage. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Mischfonds, vermögensverwalte Mischfonds in Deutschland wahnsinnig gefragt sind. Die laufen nach wie vor gut und das schon seit einigen Jahren. Und jetzt erzählen Sie uns hier von dem Erfolg sozusagen eines Asienfonds. Was folgt jetzt daraus für den Vertrieb eines solchen Fonds? Da geht es ja um Regionen und um Aktien. Gibt es ja möglicherweise besondere Dinge, die noch wichtig sind, die wir besprechen sollten? Also das eine schließt das andere ja nicht aus, Herr Franik. Also natürlich ist ein vermögensverwaltender Mischfonds ist ein Basisinvestment. Da will man den Löwenanteil seines Vermögens haben. Das soll wenig schwanken und soll trotzdem eine auskömmliche Rendite bringen. Ein Asienfonds ist, genau wie Sie gesagt haben, ist natürlich ein Satelliteninvestment. Also da packe ich nur einen kleinen Teil meines Vermögens rein. Und wenn ich es mal im Fußballjargon formulieren würde, das ist der Stürmer in meinem Portfolio. Ja? Und insofern muss ich ihn auch eigentlich eher vergleichen mit anderen Satelliteninvestments, wie vielleicht Rohstoffe oder Healthcare, was in dieser Richtung. Ja? Und jetzt gilt es eigentlich, dem Berater und dem Endkunden zu erklären, dass ein Portfolio ohne Stürmer es schwierig haben wird, den Sieg nach Hause zu tragen, oder um es umzudrehen, ein guter Stürmer auch oft den Unterschied machen kann. Ganz herzlichen Dank, Dirk Fischer, für die Eindrücke und für die Erläuterungen zum asiatischen Aktienmarkt und Investitionsstandort hier am Standort der Börse Frankfurt. Dirk Fischer, Geschäftsführer von Patriarch Multimanager, danke für das Gespräch.